Ein herzliches Hallo von mir an euch. Liebe Grüße von Vergangenheitstina. Ihr seht die Farm. Es ist die alte Map. Sorry. Ja, mittlerweile gibt es diese Map so nicht mehr. Also, liebe Grüße von Vergangenheitstina an Zukunftstina. Dabei hat Zukunftstina, also ich jetzt, die jetzige Tina, also ich habe die neuen Maps noch nicht mal gesehen. Ich kann euch ja sagen, ich nehme diese Folge gerade am 23. April auf. Ein Demogorgon. Ich weiß, dass der Demogorgon mittlerweile auch überarbeitet wurde. Zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt. Wir müssten uns jetzt Mitte April befinden. Ich glaube, heute ist der 15. Nicht April, Mai. Ich glaube, heute ist der 15. Mai. Kann das sein? Ja. Ich muss übrigens Werkzeugkästen aufbrauchen. Deswegen habe ich das einstecken. Ich geh mal retten. Oh, Ace ist schon da. Auch nicht retten. Hundi. Ace wollte retten. Oh, hier ist ein Loch. Tschüss. Gern geschehen. Ach, der geht gleich Generator an. Ich könnte mir vorstellen, er kommt hierher zurück. Oder? Gut. Wobei, das lohnt sich, glaube ich, nicht für ihn, sich hierher zu buddeln. Ach, er ist ja schon weg. Ace! Was gibst du denn für Geräusche von dir? Der wollte unbedingt die geliehene Zeit noch. Nicht mir folgen! Ja, ich muss mir wirklich... Also, ich finde, dieser Mähdrescher ist eine Todesfalle. Ich weiß nicht, vielleicht wurde das ja auch geändert. Mittlerweile. Wir haben ja schließlich den 15. Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Aber heute... Jetzt und hier, am 23. April, ist für mich der Mähdrescher immer eine Todesfalle. Als Survivor bekomme ich es einfach nicht hin, diesen Mähdrescher sinnvoll zu nutzen, und als Killer kann man mich dort ewig hinhalten. Ich muss noch ein bisschen am Mähdrescher üben. Also wer sich zur Verfügung stellen möchte. Obwohl, es geht ja gar nicht mehr. Weil vielleicht ist der jetzt anders. Und warum tunnelst du? Oh, ich laufe halt einfach ins Nichts. Ah, ich bin die Obsession. Hat er das Beste kommt zum Schluss mit, oder wie das heißt? Dass er mich nur, also bestenfalls mit dem Sprungangriff trifft. Und ja, hallo Zukunftstina. Dieses Spam hier mit der Kampftaste gibt's nicht mehr. Ich habe gehört, in Zukunft muss man hier Skillchecks treffen. Danke. Ich würde wenigstens gern vielleicht noch eine Kiste finden.
mit einem Werkzeugkasten. Um wenigstens vielleicht noch eine Werkzeugkiste aufzubrauchen. Schaffen wir das, die Runde? Der Demogorgon ist echt nicht schlecht. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie er jetzt geändert wurde. Dann heilen wir uns. Okay. Wir werden zuerst geheilt. Dann heilen wir Feng damit im Medikit, würde ich sagen. Schneller. Zwei Generatoren noch. Es müsste einer in der Shack sein. Da ist ein Single-Gen. Hat er aber ein Loch davor gesetzt. Da hinten ist mein Gen. Da rennt Lee, glaube ich, gerade hin. Ist komplett auf Null. Cool, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Knappe Sache. Whatever that means. Ich glaube, ich habe Yui... Nicht Yui. Ich sage immer Yui. Ist egal. Ich habe Lee, glaube ich, gerade den Arsch gerettet. Ich bin tot. Aber es... Ja. Nicht so schlimm. Er ist halt echt gut, der Junge. Mal sehen. Also, wir werden es nicht sehen, aber vielleicht schaffen es die anderen noch irgendwie weiter. Die haben immer die Löcher von ihm zugemacht. Ich weiß immer noch nicht, ob das so sinnvoll ist. Ob man sie nicht einfach lassen sollte, weil dann kann er sie nicht neu setzen. Und dann weiß man halt, wo sie sind. Wenn man sie wegmacht, sieht er ja, dass man dran arbeitet. Also, er hat Rang 2 Killer. So spielt er auch. Er war echt gut. Dem war ich nicht gewachsen. Aber ich muss sagen, irgendwie alles in Ordnung. Die Runde war okay. Also, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War wieder eine recht kurze Runde, aber so ist es manchmal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr, sehr gern in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Und dann bis ganz bald. Tschulidu!